Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Wait mit dem Ich bin Niki oder Niklas oder Redman TV oder wie auch immer. Hallo. Hallo oder Superschiff Selfie, Bei genau. mir ist natürlich, wie man es wahrscheinlich schon hört und sieht, der 1234J-Tag dabei. Hallo. So. Ja, wir sind jetzt in Gebiet 4, weil wir sind das Team 4. Eigentlich sind noch Nox LP und Sulfate, Nox Place und Sulfate ist dabei, aber die konnten jetzt irgendwie nicht, oder ja, ein bisschen komisch, aber okay. Nehmen wir jetzt halt zu zweit auf. Und ja, wir können auch noch mal irgendwann versuchen, zu viert aufzunehmen. Mal gucken. Irgendwann wird es geklappt. Und zwar, bevor wir erstmal mit irgendwas anfangen, würde ich erstmal die Beschreibung. Oh, du hast ein Archiv mitbekommen. Oh. Würde ich erstmal die Beschreibung vom Projekt vorlesen, weil in dem Trailer hat man ja noch nicht wirklich so viel gesehen. So, ich will erstmal auch mein Achievement-Getting holen hier. Ja, also ich lese mal vor, es ist ein kleiner Text. Ich kann ja mal auf ihn hier gucken und er macht in der Zeit irgendwas und ich lese mal kurz vor. Und zwar. So. Und zwar, es gibt vier Was soll's Gebiete. jetzt kommen? Mein Inventar. Mann, drei Holz kommt nicht in mein Inventar. Er muss halt von Scheiße. oben abbauen. Also es gibt vier Gebiete, die mit einer zwei Blöcke dicken Bedrock-Mauer begrenzt sind, sieht man hier gegenüber. In der Mitte ist ein Grenzübergang zu den jeweils angrenzenden Gebieten. Sehen wir ja auch, also da hinten, wo wir gerade gestartet haben. Es gibt ebenfalls vier Teams und jeweils vier Personen. Bei uns Nox LP, er, ich und Sophates. Die Konstellation des Gebietes im Zusammenhang mit dem jeweiligen Team besteht für einen Monat. Nach diesem Monat wechselt das Team zum nächsten Gebiet. Das heißt, also wir werden jetzt zu Gebiet 1 gehen, weil das nach 4 kommt, weil es gibt ja nur vier Gebiete. Das reihe um 4 Monate lang. Und da es gibt am Anfang jedes Monats eine Übergangswoche, in der die Teammitglieder die Erlaubnis haben, zum nächsten Gebiet zu wechseln. Das Team versucht innerhalb der Zeit in einem Gebiet so viele Sachen wie möglich zu erbeuten, zu craften und sich weiterzuentwickeln. Jetzt der Clou: Jedes Team darf nur ein Inventar voll mitnehmen ins nächste Gebiet. Das heißt, jedes Team hat ein eigenes Stadtkapital und gegnerische Items. Also das, was dann halt übrig bleibt von den Gegnern halt. Nach den 4 Monaten wird die Mauer an einem Tag aufgemacht. Wenn es geht, ein Tag, wo alle da sind und die Teams bekriegen sich. An diesem Tag ist es erlaubt, Items zu klauen, etc., wenn es so weit kommt, also wenn man nicht gleich getötet wird. Das Team, welches übrig bleibt, gewinnt und es muss aufgenommen werden, jedoch nicht gleichzeitig auch, also generell jetzt muss aufgenommen werden natürlich, nicht gleichzeitig, also die ganzen Teams müssen nicht gleichzeitig aufnehmen und es muss auch nicht jeder vom Team immer da sein. Und deswegen ja auch jeweils 1 Monat und deswegen auch die Übergangswoche. So, und jetzt noch ein bisschen was zu den Regeln. Die Schilder an den Grenzübergang und diese selber dürfen nicht zerstört werden und die Schilder müssen beachtet werden. Das heißt, es darf nur nach dem Monat das nächste, nicht das vorherige Gebiet betreten werden. Außerdem dürfen Items nicht zerstört werden, also zum Beispiel verbrennen, einen Kaktus zerstören oder irgendwie sowas. Und es dürfen pro Woche maximal 3 Videos hochgeladen werden. Diese dürfen maximal 15 Minuten lang sein. Das ist übrigens, weil in einem Monat kann man halt schon ziemlich viel machen und es müssen ja vier Gebiete in einem Gebiet jeweils immer sein und damit man da noch was machen kann, nur so wenige Videos. Also wird es noch so eine Art Nebenprojekt und viele haben halt auch nicht so viel Zeit. Es darf voraufgenommen werden, aber es muss aufgepasst werden, dass die Zeitabstände eingehalten werden. Videos anderer Teams dürfen von den Teilnehmern nicht geschaut werden. Wenn man stirbt, ist man nicht raus, sondern darf weiterspielen. Sollte man im gegnerischen Gebiet spawnen, muss man sofort in sein eigenes Gebiet zurückkehren. In diesem Fall darf derjenige Spieler nicht getötet werden und selber nicht aus diesem Gebiet zerstören oder klauen. Und auch niemanden töten, was dann aber auch wahrscheinlich nicht geht, weil der hat da gar keine Items. Es wird statt dem üblichen Netherreactor eine einzelne Nether-Map geben. In diesem Gebiet dürfen Spieler angegriffen werden. Es darf ebenfalls nicht über die Mauer geblickt oder gegangen werden. So, der Start ist am 1. Mai und ja. Dann auf der voraussichtliche Ablauf 1. Mai bis 31. Mai sind. Ist dann also der erste Monat, 1. Juni bis 30. Juni, zweiter Monat, Juli, dann der dritte Monat, August der vierte Monat und an einem Tag Anfang September ist dann der Kampf. So sieht es also aus. So, jetzt habe ich viel Das hört sich gelabert, auf jeden Fall sehr interessant an. jetzt brauchen wir noch ein bisschen Action, weil das war jetzt ein bisschen langweilig, 4 Minuten lang. Alter. Ja. Okay, gut. Das ist Naja. immer nämlich, wenn man was erklärt über was Neues. Ja. Aber Immer schön am die Anfang. Sapling nachpflanzen, da freut sich die Welt drüber. Einen habe ich schon. Oh. Ja, also am Anfang muss das jetzt mal sein mit der ganzen Beschreibung und so. Warum kann ich das Zeug hier Es steht nicht alles übrigens auch einsammeln? nochmal immer in der Beschreibung, wenn ihr das durchlesen wollt. Das Wenn ich es nervt doch verkackt hier. habe. Warum kann ich die Du Saplings und so nicht einsammeln? musst das von oben abbauen. Das Zeug. Pocket meine Scheiße. Ja, manchmal schon. Aber eigentlich dachte ich, du weißt das. Mit dem oben abbauen. Weil du so Pocket Mind Freak bist und so.
Ja. Das ist halt so ein bisschen Pocket Mine. Naja, kennen wir ja. Buggy. Kimball. Ja. Gut. Also, ich weiß nicht, ob ich diese Woche hinbekomme, 3 Videos hochzuladen. Theoretisch dürfte man das ja jetzt, weil die Woche hat sozusagen jetzt erst mittwochs begonnen, donnerstags begonnen. Und deshalb könnte man jetzt. Achso, ich Bis habe. Sonntag drei Ja. Videos hochladen. Ja, genau. Dann würde das gehen. ich würde sagen, dass wir eine unterirdische Base bauen. Das Doofe ist jetzt nur, wir können uns jetzt nicht irgendwie mit Dinos oder so oder Sulfates verständigen oder so. Wo Müssen bist wir denn du? Schilder bauen? Bist denn du? Ja, können wir machen. Da müssen wir erstmal so ein Schild hin machen, wo dann unsere Base ist. Wo bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Warte, warte Aber hinten. wenn die anderen dort spawnen, Ah, da dann bist lesen du. sie vielleicht das Schild aus Versehen. Deswegen ein Ja, bisschen. wir machen es, wo man dann schon weitergehen muss halt. Ich kann das ja mal schnell mal. Oder lass uns erstmal gucken, wo wir die Base machen könnten. Also, ich würde es auf jeden Fall unterirdisch machen, wie schon gesagt. Und ja, vor allem, wie viel Zeug hier einfach rumliegt, was man nicht aufnehmen kann. Oder? Ja, das nervt. Pocket Mine ist scheiße. Und das funktioniert auch nicht. Ja, okay, naja. Ja, passt schon. Nicht so schlimm. Ist auch ein Zeppelin. Wo wollen wir mal Immer auf schön Sap Zeppelin? einsammeln. Und irgendwann haben Können wir uns ja sonst kein erstmal. Holz mehr. Also. Können Sie erstmal das Zuckerrohr holen? Was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn wir Gold finden, das auf jeden Fall mitnehmen, weil wir uns dann ja irgendwann mal den Netherreactor machen können. Und Diamant und Eisen sowieso. Ja. Obwohl ein Inventar ist Für den eigentlich ganz. Netherrack braucht man natürlich auch die richtige, Dings, die richtige Teil. Dings. Wie Kombination. nennt man das? Was? Weiß ich nicht. Diese Struktur um den Netherreaktor. Ja, weiß ich auch nicht. Netherreactor, Pattern, keine Ahnung. Weiß Ja, nicht. gut, Pattern. Dieses Teil da. Nur noch ein Herz. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit drei Herzen hier Lol. reingespawnt bin. Na, mit vier. Okay. Wir können ja. Wo würde man jetzt, weil, wenn jetzt hier Gegner reinkommen, nach dem einen Monat und die wollen jetzt ja zum Beispiel unsere Sachen haben, weil wir können nur eine Inventar voll mitnehmen, das heißt, hier wird noch ziemlich viel bleiben. Wo würden die als erstes nicht hingehen? Oder wo würden die als erstes hingehen? Dann können wir dann gehen, wo die nicht hingehen würden. Mein Fuck. Das Okay. ist hier die Frage, wohin sollten wir gehen? Auf welche Nacht? Ja. Komm mal mit. Vielleicht ganz in die Ecke. Lass erstmal zusammen. Ja, ich würde irgendwo dahin gehen, wo es jetzt nicht so. Jetzt nicht so, weiß nicht. Können wir auch so einen Shop noch hinzufügen, wo man sich dann Sachen kaufen kann? Für Nee. irgendwelche. Ja, nee. Würde ich jetzt Das wären nicht. dann nicht so Diamantsachen oder sowas. Vielleicht zum Beispiel Saplings oder so, falls man keine hat oder Essen. Ja, naja, Siblings müsste man sich dann aus dem neuen Gebiet holen oder aus dem alten oder wie auch immer mitnehmen. Ist dann halt Strategie ein wenig. Ist ja eigentlich. Gerne. Insgesamt ist ja, in einem Team werden immer Saplings sein oder irgendwie so. Wenn da mal keine da sind, ja, dann müsste man sehen. Ich würde ein bisschen weiter vorne irgendwie so. Ach komm, wir gehen jetzt einfach da bei dem Berg oder. Ja, wir bauen uns jetzt einfach mal an den Berg rein. Ist auch gar nicht auffällig, aber okay. Hast du ein Crafting Table oder soll ich einen machen? Nee, noch nicht. Gut, ich habe einen. Jetzt. Benchmark. Oh, das Telefon klingelt. Oh, man hört's. Krass. So. Baue mich mal kurz runter. Ganz unauffällig. Mensch, klingelt immer noch. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt ist es auch gehört. Okay, gut. Und jetzt ist meine Pocket Edition abgeschmiert. Okay, auch gut. Das heißt, ich Gut. joine schnell wieder rauf und dann geht es bei mir auch schon weiter. So. Boss, unser Spiel fällt nicht mehr lange, sagt mir gerade Clash of Clans. Okay, das war scheiße. Was? Ring? Das iPad ist komplett abgeschmiert. Okay, das ist Das doof. heißt, die Aufnahme ist weg. Aber gut, Das ist das noch interessiert döber. deine Zuschauer jetzt wenig. Dann muss ich es halt nochmal neu machen. Ja, das ist doof. Das ist sehr doof. Über. Ich mache jetzt mal ein Schild. Papier, wir können es Papier machen, auch schön. Schild. Ich hab da. Achso, das fehlt.
Genau, so, also ein schönes Schild. Würde mal sagen, machst du das fertig und ich mach's danach dann nochmal alleine. Naja, das ist auch doof. Wir machen. Aber wenn ich jetzt mittendrin anfange, das ist auch ein bisschen scheiße, weil die Aufnahme mehr weg ist. Was hast du auf dem iPad? Das zweite Okay. Generation. Ich auch. So, wir machen einen gemeinsamen Games. Siehe unten. So, okay. Jetzt dürfte die Kohle fertig sein. Oh, ich habe eine Kohle. Erstmal Fackeln machen. Das Video wurde, glaube ich, sogar doch gespeichert. Das wäre jetzt Mal natürlich schauen. geil. Mal schauen, ob die Datei nicht kaputt ist. Mir ist übrigens auch eingefallen, ich könnte ja auch einfach meinen Ton geben. Wäre auch so eine Idee. Ja, das könntest du. Oh Leute, jetzt Kohle. Mir deinen Ton schicken, dann fange ich hier jetzt wieder an. Oder nein, das ergibt dann auch keinen Sinn. Die ganze Folge Standbilder. Ja, wir haben noch 4 Minuten. Können noch 4 Minuten machen. Hast du jetzt die Aufnahme oder nicht? Nö, sie ist kaputt. Die Datei ist da, aber die Datei ist kaputt. Ja, dann nimm jetzt erstmal weiter auf. Und dann können wir mal gucken, wie wir das machen. Dann nimm du mal fertig auf und dann mache ich danach nochmal. Hier. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben ganz viel Kohle. Das ist schon mal gut. Ein guter Start. So. Braucht man für irgendwas Keys? Ja, für Feuerzeug. Ich habe was getrunken. Interessant. Oh, ich glaube, ich weiß, woran es lag. Ja. Das gute alte Problem Speicherplatz, der ist nämlich voll. Und jetzt fangen sich schon meine Apps an aufzuräumen. Inwiefern? Das heißt, ich muss alte Videos löschen. Das da, das da, das da. Ganz schön viele alte Videos hier. Oh, Achievement. Getting an upgrade. Ich fand wir einfach über Achievements. So, wir werden dann mal eine Axt machen. Das Telefon klingelt schon wieder. Lass mal gucken. Oder doch, wo es liegt, okay. Es hat aufgehört zu klingeln. Yay! Lol, wie Pocket man einfach rumwagt. Oder der Server liegt. Extrem. Kann es sein, dass bei Pocket Mine keine Samen Ja, rauskommen? Keine Samen rauskommen? weiß ich nicht, I don't know. Ne, man kann es auch nicht wieder kaputt machen. Das ist Barbie. Ah, das war so klar. Ja, Pocket Mine halt. Noch eine Schaufel. Zum Glück gibt es ja Und bald noch ein dieses Schwert. große Pop, mein Update 1.4. Ja, das stimmt. Das ist gut. Das verändert dann alles. Und alles ist gut. Da werden wenigstens noch Tiere spawnen, oder? Ja, das ist Aber doch schön. das kommt da erst, wenn 0.9.0 raus ist. Yep. Ja, okay, dann kann es dann eine Weile dauern. Aber so lange jetzt auch Ja, ich nicht. habe gesagt, Juni wird es rauskommen. Ja. Ist schon noch eine Weile hin. Das ist noch ein Monat. Stimmt. Ja, aber das Projekt läuft ja lange. Das heißt also, im zweiten Monat, wo wir dann im nächsten Gebiet sind, könnte es sein, dass das dann mal neu wird. Dass ein bisschen was hinzugefügt wird. Bugs, Boom. Schon geil. Übrigens, unendlich Welten werden wir nicht so richtig machen dann hier. Also das werden wir nicht mitverwenden. Wir werden keine unendlichen Welten hier drin haben, weil erstens, also man kann es bestimmt irgendwie hinbekommen, aber die Gebiete sind sowieso eingegrenzt, deswegen bringt es das eigentlich nicht wirklich. Dann hätte das mit den Gebieten auch eigentlich mit anderen Welten machen können. Und hätten die dann da wenigstens ein bisschen mehr Platz. Ja, schon, aber. Ja, hätte man auch machen können. Aber ist ja jetzt egal. Jetzt ist es so spät. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Projekt so gefällt, was ihr bis jetzt gehört habt. Habt ihr noch nicht wirklich viel gesehen?
Aber so was ihr jetzt gehört habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich Und habe auch gerade die. Oh, es sind Projektbeschreibung, 15 also Minuten, das Video heißt, ich lefte mal bei jetzt. allen in der Beschreibung. So, okay, die Zeit ist vorbei. Ja, dann Dankeschön fürs Zusehen. Und bei der nächsten Folge werden dann vielleicht mal ein paar andere Leute dabei sein. Du, Fates, Max, Place, wie auch immer. Oder Niki wieder. Ja, also die Folge war vielleicht ein wenig langweilig oder so, aber wird dann schon beim nächsten wieder. Und ich glaube, man hört meinen Hund im Hintergrund, oder? Yep. Egal. Okay, dann danke fürs Zuschauen und lasst doch ein Like da und schaut mal bei Niki vorbei. Link ist da natürlich in der Beschreibung. Ja, also tschüss, bis Und zum bei nächsten Jack Mal. muss ich auch vorbeischauen, aber den kennt ihr eh alle. Nicht unbedingt. Ja, also tschüss, bis zum nächsten Meine Mal. Opfer. Tschüss.